Willkommen zusammen zu einem neuen, vermutlich ziemlich kleinen Let's Play. Wir spielen nämlich den, wie heißt denn das Spiel? Den Train Travel Simulator. Ich habe jetzt fast schon den Namen dieses Spiels vergessen. Das Ganze gibt es auf Steam für, ich glaube, 3 € oder so. Also dachte ich mir, kann man sich das einfach mal angucken. Ich glaube, das Spielprinzip ist relativ einfach. Man sitzt als Fahrgast in einem Zug und fährt durch das russische Nirgendwo. Wir fahren jetzt mal hier bei Tag, ja, im Sonnenschein. Starten jetzt einfach mal. Ich mache das Ganze hier das erste Mal, ne? Also. Okay, wie kann ich mich denn bewegen? Press E to sit. Aha. Kann ich zoomen? Nee, ich glaube nicht. Kann ich irgendwie interaktiv hier ein Fenster aufmachen? Auch nicht. Also eh wieder zum Aufstehen. Wie kann ich mich denn bewegen? Ah, mit WASD. Kann ich auch schneller laufen? Ah, mit Shift. Das kann ich natürlich alles leider nicht lesen. Wie komme ich denn in den nächsten Wagen rein? Ah, hallo. Was machen Sie denn da? Kann da nichts erkennen. Sieht doch aus wie so ein iPhone. Oh. Sie haben einen etwas deformierten Rücken, ne? Es ist ein Liegewagen. Interessanterweise ohne Tür. Aber ist so. Ich würde gerne in den nächsten Wagen rein. E. Ah. Kann ich die Tür auch aufmachen? Oh. Hahaha, Trains im World. Nimm das. Toiletten. Oh, das ist gar keine Toilette. Ich dachte ganz kurz, dass die Toiletten hier auch tatsächlich funktionsfähig sind. Ist das echt der einzige Wagen? Ich würde. Hallo? E. Hier ist echt nichts. Also es gibt auch irgendwie kein Overlay, kein Menü oder sowas. Kann ich ein Fenster aufmachen? Nee. Ich wollte mich hier nicht hinsetzen. Ich würde gerne diesen Zug verlassen. Ich würde gerne den Waggon wechseln. E. Geht nicht. Hey, Kü, was auch immer. Ich kann natürlich kein Russisch. Kann ich ein Fenster aufmachen? Nee. Hier ist nichts drin. Machen wir wieder zu. Ah. Nice. Andere Soundkulisse. Kann ich die Tür hier aufmachen? Kann ich hier rausspringen? Nö. Aha. Nein, die wollte ich nicht aufmachen. So. Da. Gott, ist die Tür wieder zugegangen. Hallo, kannst du bitte die Tür aufmachen? Ah, mach die Tür auf. Ich finde den Triggerpunkt nicht mehr. Welche Tür habe ich denn jetzt? Warum kann ich die Tür da hinten von hier aufmachen, aber die nicht? Es hat doch gerade geklappt. Kann ich nochmal zurück? Aha, so. Vielleicht kann ich sie ja von hier so aufmachen. Nein, ich würde gerne. Wie schwer kann es sein?
eine einzelne Tür in einem Zug aufzumachen. Es kann doch nicht sein, dass ich daran scheitere. Das ist die einfachste Aufgabe, die es gibt, eine verdammte Tür aufzumachen. Ich drücke hier eh, als würde mein Leben davon abhängen. Vielleicht muss ich weiter zurück. Ich gehe nochmal hier raus. So. Mach die Tür zu. So, wir machen das Ganze nochmal. Hallo, ich würde gerne mal hier rein. Dankeschön. Jetzt laufe ich weiter. Jetzt laufe ich weiter. Drücke die ganze Zeit E. 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 Oh Gott. Ich versuche es nochmal im anderen Waggon. Ich wusste gar nicht, dass man so krass scheitern kann bei so einfachen Aufgaben. Was können wir denn hier machen? Language. Na, lassen wir die besser auf Englisch. Interface Scale. Passt so. Man kann hier eine Schwierigkeit einstellen? Was soll das überhaupt bedeuten? Nimm mir mal Easy Subtitles. Ja, doch. Graphics. Ja. Nee, Gott. Audio. Habe ich jetzt die Schwierigkeit auf? Save this game settings? Yes. Nein. Weg damit. Save. Resume. So, ich habe die Schwierigkeit. Den Schwierigkeitsgrad jetzt einfach mal auf einfach gestellt. Ich wusste gar nicht, dass durch einen Zug wandern einen Schwierigkeitsgrad hat. Aber vielleicht kann ich jetzt die Türen besser aufmachen. Nein. Nicht dich. Oh Gott. Cancel. Wieso? Wieso kann ich nicht aus dem Spiel raus? Quit the Desktop? Nein. Lasst mich hier raus. Ah. Na gut. Ich komme hier nicht mehr weiter. Setzen wir uns mal zu dem Kollegen hier vorne hin. Hallo, ach, dann drehen sie sich weg. Ach, dann nicht. Ein letzter Versuch. Ja. Das kann doch nicht sein. Huch. Das war KI-Verkehr, Wahnsinn. Ich kann auch hier echt nur zum Desktop, ne? Naja, mit diesen ersten Impressionen lasse ich euch mal hier zurück. Ja, wir sind verzweifelt eingesperrt in diesem Waggon für immer und ewig. Was sollen wir machen? Ich würde sagen,
guck mal, dass ich in Folge 2 vielleicht irgendwie mal in irgendeiner Form hier mal weiterkomme oder. Wir können das auch direkt ans Fenster setzen. Hübsch. Ja, unabhängig davon, ich danke euch fürs Zusehen, macht es gut und bis zur nächsten Folge.